Hi Leute, also wir sind jetzt bei diesem Schmetterlings-Valley. Folgt mir. Wir werden uns das jetzt hier alles angucken. Keep it 100 with you. It's women that wanna swap with you. But with everything we've been through, you've been to, you've been one-sided, you've been solid. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Willkommen in Griechenland. Besser gesagt, willkommen auf Rhodos. Das ist so unser Zimmer. Ich habe einen kleinen Videoclip gedreht. Den habe ich euch schon gezeigt, oder ich zeige ihn, nachdem ich jetzt hier gequatscht habe. Wir kamen gestern an, so gegen 18 Uhr. Losgeflogen sind wir gegen 14 Uhr. Es ist todeswarm. Die erste Nacht war leider so schlimm, weil der Kühlschrank todeslaut war im Zimmer. Der ist da drüben. Das. Und dann habe ich gestern so dreckige, komische Schmerzen bekommen. Ich weiß selbst nicht, was das war. Davon bin ich halt wach geworden und dann ging das so ein paar Minuten und es wurde immer wieder warm im Raum, weswegen wir immer wieder die Klimaanlage angemacht haben. Ein Glück haben wir eine, die ist da drüben. Aber wir wollten vermeiden, mit Klimaanlage zu schlafen, weil man davon krank wird, okay? Jedenfalls bin ich schon angezogen. Schaut mal, ich zeige euch mal mein kleines Outfit mit meinen kleinen Sandalen. Alter, diese Sandalen sind so süß. Die sind von H&M. So, das ist mein kleines Outfit. Seht ihr das? Mein Monokini, den hatte ich euch auch gezeigt. Den habe ich von Stradivarius. Die Hotpants-Hose hier, die ist von H&M. Die habe ich auch schon vor lange, bestimmt 2-3 Jahre. Und dazu habe ich diese Sandalen hier. Die sind auch von H&M. Die habe ich euch auch in meinem letzten Haul gezeigt. Genau, damit gehen wir raus. Schaut mal, wie süß. Mit meinen fetten Dutthaaren. Oh, die sind schon ein bisschen anstrengend, die Haare. Aber ja, wir gehen raus. Zuallererst gehen wir in so eine Schmetterlingsinsel. Ich weiß nicht, wie sie genannt wird. Genau, warte mal. Die heißt, hier, ich habe sie gefunden, Leute. Da gehen wir jetzt hin. Da. Die heißt Butterfly Village. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber genau. Da gehen wir zuallererst hin. Nicht Village, sondern Valley. Butterfly Valley. Genau, Leute, ich werde euch so gut, wie es geht, bei dieser ganzen Reise mitnehmen. Und ja. Oh, Leute, ich habe doch so süße Sachen. Ich überlege auch, das hier nachher dann anzuziehen, über den Badeanzug, wenn wir dann vielleicht da am Wasser sind und man kann da irgendwo in ein kleines Restaurant oder so. Das kennt ihr auch, ist von Pull&Bear aus meinem Vlog, nicht Vlog, aus meinem Haul. Habe auch schon ein bisschen was vorbereitet, was wir mitnehmen. Und das pumpen wir dann auch noch auf. Also, aber ich will nicht zu viel jetzt erzählen. Wir sehen und hören uns dann, wenn wir unterwegs sind, am Strand sind oder was auch immer. Wir sind jetzt angekommen bei diesem Butterfly Valley. Noch haben wir nichts gesehen. Wir haben jetzt gerade geparkt. Es ist schweineheiß. Ich habe so ein Spray dabei, so ein Wasserspray. Bringt aber nichts, denn das Wasser trocknet an der Haut schneller, als man denken kann. Ja, das dazu. Aber ach, Leute, es ist hot. Es ist heiß. Also ich freue mich jetzt schon aufs ins Wasser gehen, wenn wir hier fertig sind. Und die Schmetterlinge reinzuziehen, because I'm tired. Aber schaut mal, wie schön es hier ist. Ach so, wir werden gerade fast in einen Graben gefangen. Genau so ein Graben. Die scheint hier die größte zu sein von allen. Also wir sind jetzt bei diesem Schmetterlings-Valley. Halt mir. Okay, wir werden uns das jetzt hier alles angucken. Ja, das ist hier. Wir haben auch schon Schildkröten gesehen. Die habt ihr schon gesehen. Ja.
Schaut mal, Leute, die Schmetterlinge sind da auf den Steinen. Ich weiß schon, meine Kamera das erfasst doch da. Seht ihr das? Wo? Ih, da ist eine Krabbe. Seht ihr diese Krabbe, Leute? Schaut mal, seht ihr die Krabbe? Die ist da einfach auf dem Stein und chillt sich einen ab. Und schaut mal da, die ganzen Schmetterlinge. Das sind alle Schmetterlinge. Ui, oh Gott, die ist mir so nah gekommen. Und da überall sind auch alle Schmetterlinge. Seht ihr das? Das sind alles Schmetterlinge, die da hinten auch auf dem Felsen dran sind. Nur es sind halt gerade sehr, sehr viele Leute hier, aber überall. Das ist das Schmetterlingstal. Überall sind Schmetterlinge. Sehr schön, wow. So Leute, wie ihr sehen könnt, ich schwitze hier bekloppte. Man muss hier so, das ist ein Berg, den man hochklettern muss. Seht ihr, von da ganz unten kamen wir noch weiter runter, weil das ist hier so die zweite Station anscheinend. Und ja, ihr seht, wie ich schwitze. Nichts hilft so richtig. Jetzt stehen wir wo ein kleines Lüftchen weht. Überall haben wir diese Schmetterlinge. Es geht hier immer nur weiter nach oben. Überall haben wir die Schmetterlinge. Und ja, es ist ein Pfad. Ein Pfad der Schmetterlinge. Ich sterbe. Aber wir ziehen es durch, glaubt mir. Ich bin ein Mensch, die Leute, schaut mal, wo wir sind. Wir sind jetzt fast durch. Hier weiter oben sind richtig viele. Seht ihr sie da? Überall fliegen. Hier sind richtig viele. Schaut mal hier auf dem Berg. Das sind alles Schmetterlinge. Seht ihr das? Das sind alles Schmetterlinge. Hi Leute, also ihr habt jetzt gerade alles gesehen mit den Schmetterlingen. Ich würde diese Schmetterlings Butterfly Valley, heißt das, würde ich 6 von 10 Punkten geben, weil erstmal es war so steil, es war so heiß. Es gab nur eine Art von Schmetterling, das war ein bisschen enttäuscht über ihn. Hier draußen sieht man, also haben die so Ketten und so eine Schmetterlinge, die eingelegt sind oder ich weiß, wie man das sagt. Nee, nicht eingelegt, aber ihr wisst schon. So richtig viele verschiedene, auch so große. Und ich dachte, genau das werden wir sehen. Aber du siehst da nur eine Art von Schmetterling, die es war. Genau, deswegen 6 von 10. Also ein bisschen bin ich schon enttäuscht. Aber ja, jetzt geht es weiter am Strand. Oder ich weiß auch nicht ganz genau, wohin. Aber ihr werdet sehen. Genau, das war Butterfly Valley. Also, wir gehen jetzt gleich was essen. Wir hatten heute einmal Mittag. Ihr habt ja schon gesehen, Alter. Dieses Schmetterlingstal, okay. Ich hab euch schon gesagt, ob es sich lohnt oder nicht. Also, nochmal. Erstens waren das Motten. Spaß. Das waren keine Motten. Aber dieser zweite Talweg da hat sich gar nicht gelohnt. Den ersten unten kann man machen, danach ciao. Wir sind da rumgelatscht wie Verrückte. Und dann waren wir was essen. Dann waren wir kurz zu Hause. Dann sind wir zu einem Strand gefahren. Und dann waren wir nochmal zu Hause. Oh, ich habe keine Ahnung. Aber ihr habt das ja alles gesehen. Und wir gehen jetzt, wie gesagt, was essen. Ich habe ein richtig süßes Outfit an. Ich zeige euch das mal. Wartet. Mit meiner von Cider die Hose. Und das Oberteil hier ist von H&M, aber schon super alt. Guck mal, wie schön. Na, mal, wie süß ist denn dieses Outfit? Naja, jedenfalls gehen wir was essen und chillen so ein bisschen. Es ist, ich würde sagen, das. Es ist 20.46 Uhr. Wir machen ja sonst nicht mehr viel außer da. Heute ist es auch nicht so schnell dunkel geworden wie gestern. Keine Ahnung, was gestern los war. Vielleicht Ankunftstag, keine Ahnung. Oder die Zeit hat sich vielleicht umgestellt.
dann erst. Aber nein, das macht es eigentlich sofort. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Jedenfalls, gebe jetzt was essen und ich nehme euch mit. Ich versuche, eine gute Vloggerin zu sein und euch so gut wie möglich mitzunehmen. Ich vergesse das halt einmal. Man es lebt ja halt so im Moment. Dann vergisst man immer ständig, diese Kamera rauszuholen, wisst ihr? Aber ich werde mir Mühe geben. Ich gelobe Verbesserung. Oder sowas in der Art. Naja, also, bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt in der Stadt angekommen. Wir laufen jetzt gerade da lang runter. Besser gesagt zum Hafen. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob ihr das Wasser schon da vorne sehen könnt. Das ist der Hafen. Da ist der Hafen. Wir sind schon am Hafen angekommen. Oh yeah. Oh yeah. Leute, wir sind jetzt in einer Altstadt, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir sind. Kannst du mal gucken, wo wir genau sind? Also unseren Standort gerade festlegen. Okay, Leute, wir sind in der Altstadt, denke ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich zeige sie euch. Direkt hinter mir. Wir laufen jetzt hier durch und gucken, was es so zu entdecken gibt oder wo man was essen gehen kann. Genau. Let's go! Ja. So richtig touristisch ist das hier. Ihr seht die Läden neben mir. Hier gibt es viel zum Einkaufen. Ich werde gucken, dass ich euch den Standort auf jeden Fall hier irgendwo mit ran tue. Ja. Mal hinter mir ist so ein Riesenbaum. Jetzt man sieht ihn nicht so richtig, aber das ist so ein riesiger Baum oder mehrere, die so ineinander laufen. Schaut mal euch die Krone an. Wie groß ist bitte diese Krone? Und es läuft irgendwie so ineinander. Keine Ahnung, richtig krass. Wow, wow. Small city thinking, I get why you left. Small minded people, sure know how to drink. So Leute, ihr habt gesehen, wir haben uns jetzt für einen Laden entschieden. Das ist hier draußen, direkt hier überall vor der Burg. Das ist eine Riesenburg, wir wussten es beide nicht, dass hier eine Riesenburg ist. Voll krass. Jedenfalls haben wir uns jetzt entschieden, wo wir jetzt essen wollen. Und hier werden wir auf jeden Fall auch essen. Nee, noch nicht. Ich mache erstmal diese ganzen Aufnahmen. Das ist, guck mal, das ist das Harte an diesem ganzen Job. Seht ihr, Leute, ich kann noch nicht mal gucken, was ich esse, weil ich muss erstmal hier gucken, was ich mache. Alle Aufnahmen müssen gemacht werden. Okay. Gut, jetzt, wir können jetzt reden, den Rest schneide ich dann so raus. Also, das ist nur unser. Weißt du schon ungefähr, was du essen möchtest? Also, ich werde so ein Pita-Wrap essen. Auf jeden Fall, weil ich will nicht so viel. Oh, thank you. Thank you. I'll take the breaded chicken. Chicken fillet. Fillet. Normal. All grain pita. What is this, yeah? The last one, it's like a sandwich bread. Oh, no. All grain pita, then? Brown bread. For diet. For diet. Okay, I'll take that for diet. I take the soda, please. Thank you. Hey Leute, so ihr habt gerade gesehen, das Essen ist da. Ich probiere das jetzt und wir werden sehen. Also es ist ein bisschen klein. Rocke meins hat 4,60 € gekostet, glaube ich. Ein bisschen klein. Ich habe so mit Chicken Nuggets genommen, mein Pita Brot. Chicken Nuggets, da ist Pommes zwischen und Salat. Und ich habe Braunbrot genommen, so gesehen, also das gesunde Brot. Mal gucken, wie das schmeckt. Schmeckt gut, aber ein bisschen trocken.
Jetzt könnte noch eine Soße rein. Ein bisschen sehr trocken. Aus dem Laden gebe ich eine 6 von 10. Okay, jetzt ist hier die Soße. Weiter oben war noch keine Soße, aber jetzt ist Soße drin. Und ich gebe dem eine 7,5 von 10. Ja? 5 von 10 ist gut. Hi meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Tag. Wir haben es heute Donnerstag. Warte mal, ich zeige euch mal gleich mein Outfit. Direkt, die süße Oberteil, das ich schon seit 100 Jahren habe, das habe ich mal bei Zara geholt gehabt. Ich mache mal hier zu. Jetzt wird es ein bisschen dunkel, aber warte mal, ich stelle euch lieber woanders hin. Jedenfalls habe ich das Oberteil mal bei Zara geholt gehabt. Und den Rock habe ich ja vor kurzem in einem Haul euch schon gezeigt. Der ist von H&M. Yeah! Ein richtiger, schöner Sommerrock, oder? Und dann mit diesem Oberteil, eigentlich müsste ich dazu High Heel, weil es einfach Bombe ist. Aber wir gehen jetzt am Strand. Ich nehme euch mit. Ja, aber das ist der Outfit. Ich werde dazu meine kleinen Neonlatschen anziehen, die ich euch gestern schon gezeigt habe. Genau, wir gehen jetzt am Strand und... Ne, erstmal fahren wir zu Lidl. Kaufen uns was zu trinken, so ein Eiskaffee oder irgendwie sowas. Ein Eiskaffee und ein Donut oder so. Und genau, danach fahren wir los Richtung Strand. Dieser Strand, wo wir hinfahren, brauchen wir eine Stunde 20 hin. Deswegen, genau, wollen wir uns vorher was Kleines holen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann dort, würde ich mal sagen. Weil mehr zu sagen, gleich nichts weiter zu sagen. Ich packe jetzt meine Sachen ein und dann machen wir uns auf. Also, peace and out. Started out so small, we drank and then we talked. She got to know me, I got to know her, and suddenly it's war, then peace, so on and off. It's getting to me, I'm getting to her. Wir haben gerade hier angehalten, schon die nächsten zwei Autos. Wir sagen noch so, oh, so schön. Naja, Leute, wir fahren jetzt gleich weiter. Ihr habt es jetzt gerade ein bisschen gesehen. Ist eigentlich voll schön irgendwie, aber leider ist es wirklich sehr vermüllt. Ist ein bisschen schade. Naja. Mal Leute, ihr habt gerade die Aussicht gesehen. Wir machen gerade noch eine Pause, weil wir sind hier gerade vorbeigefahren und dachten, oh mein Gott, das muss man gesehen haben. Und ich weiß nicht, aber ob die Kamera das erfasst, dass man von hier aus mehrere Inseln sehen kann. Da drüben ist eine Insel. Ich weiß nicht, ob ich sie euch richtig zeigen kann, aber da drüben ist eine Insel. Dann haben wir da hinten eine größere, ist gerade so ein bisschen wolkig. Und dann haben wir da drüben noch eine. Und wir haben hier halt wirklich einiges
Berge, seht ihr das? Da sind ganz viele Berge. Ich guck mal, ob ich fokussieren kann, damit ihr euch besser angucken könnt. Seht ihr da im Wasser, da ist eine Insel da. Fokussiere, da seht ihr die Insel. Es ist einfach so eine krasse, krasse, miese Aussicht. Das ist unglaublich. Schaut mal. Und hier kann man halt sich was zu trinken holen. Hier hat jemand seinen Wagen aufgestellt. Man kann was zu trinken holen oder was auch immer, weiß nicht. Päuschen da unten machen, sich ein bisschen hinsetzen. Ich bin gerade überwältigt von der Aussicht, von den Bergen. Und gleichzeitig, man hat Schiss, wenn man hier runterfällt, ist man Matsch, Alter. Mehr als Matsch. Man ist am Ende, Ende im Gelände. Zap, zap. Seht ihr das? Da. Das Wasser wird durch einen kleinen Sandweg getrennt irgendwie, ich weiß auch nicht. Da und da, rechts, links. Und die Fahrt auch aus. Wir werden jetzt auch wahrscheinlich runterfahren. Wir haben leider keinen Schirm, Sonnenschirm. Leute, unser Strandtag ist soweit durch. Wir fahren jetzt gerade nach Hause, weil wir brauchen ja jetzt noch eine Stunde ungefähr, bis wir zu Hause sind. Und jetzt haben wir kurz hier angehalten, weil ich euch das zeigen wollte. Also die ganze Zeit dachten wir so, wo ist das, was so gebrannt hat und. Und jetzt sind wir gerade daran vorbeigefahren. Ich zeige euch mal gleich ein Bild, wo es gebrannt hat. Like, okay, hier, schaut mal. Seht ihr das? Hier überall hat es gebrannt. Ich weiß nicht, ob die Kamera das erfassen kann. Seht ihr das? Dieses ganze Schwarze, ich weiß nicht, ob die Kamera das richtig erfassen kann, aber hier hat einfach alles schwarz. Seht ihr das? So leichte Bäumchen, die so ein bisschen bunt sind, aber ansonsten hier. Black, black, black. Das war das hier, was gebrannt hat. Bis nach da oben hin. Und da hinten sieht man auch nochmal Asche. Stand, was abgebrannt wird. Ich zeige euch das mal noch nach da hinten auf der anderen Seite. Da hat es auch gebrannt. Das ist halt voll heftig. Schaut mal. Es hat so stellenweise so was gebrannt. Seht ihr das da? Da hat es gebrannt. Da ist verbrannt. Dann da, hier ist ein kleines Bäumchen, da ist alles abgebrannt. Schon. Und teilweise auch sehr nah an Häusern und was weiß ich was. Und dann zwischendrin hat man aber auch grün, seht ihr das? Zwischendrin ist grün und dann hier ist alles abgebrannt. Krass, oder? Das hatten wir bis jetzt noch nicht gesehen. Jetzt sind wir zufällig einen anderen Weg nach Hause jetzt gefahren und dann haben wir das jetzt gerade entdeckt. Krass. Leute, wir sind wieder zu Hause. Ihr habt ja jetzt schon gesehen, wo wir waren, überall. Wir sind ja runtergefahren da nach Süden. Ihr habt einiges gesehen. Ich habe euch einiges gezeigt. Ich werde jetzt nicht zu viel darüber quatschen, weil wir gehen jetzt was essen. Ich zeige euch mal mein Outfit. This is my outfit for the night. Das ist von Shop Cider. Dazu kommt noch ein Haul. Das ist noch nicht, ja, das kommt noch, also das ist nicht online in der Zeit, wie ich jetzt gerade hier bin. Genau, das ist das Kleid. Das ist so ein langes Kleid. Ja, wir gehen jetzt was essen. Ich nehme euch mit. Und ja, ich nehme euch mit, würde ich mal sagen. Ich habe mich jetzt in meinem Gesicht gemacht, also einen Primer drauf gemacht. Und was? Das war's. Also, let's go, bevor ich hier Zeit verschwende. Denn I'm hungry. So, wir fahren jetzt gleich los mit unserem kleinen Auto. Das habe ich auf Instagram die ganze Zeit gepostet, weil ich finde das Auto voll süß. Man könnte denken, das Auto ist groß, aber ist es nicht. Es ist einfach ein kleines, kompaktes Auto und voll süß. So ein kleiner Geländewagen, so. Suzuki ist das, ja. Es ist ein Suzuki Jimny. All Grip heißt das. Und es ist wirklich ein schönes Auto. Schaut mal.
ein kleines, schönes Auto. Auch wenn es so ein bisschen größer rüberkommt. Aber es ist nicht mal so groß. Ich bin größer als das Auto. Okay, das bin ich oft. Aber man denkt halt, dass das Auto sehr groß sein würde. Aber ist es wirklich nicht. Naja, wir gehen jetzt was essen. Ich nehme euch auf jeden Fall mit, wie schon gesagt. Und mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Okay. 30 cm more, 36 is medium and 40 is big. Okay. Look little time. Okay. And you're ready. And would you like help? I help you. Okay, okay. Thank you. Ist leider so. Komm, wir müssen durchziehen unser Ding. Wir haben es fast geschafft. Wahrscheinlich deswegen haben wir heute kommen, dass ich jetzt erst weiß, weil wir uns schon dachten so. Also, Leute, der Pizza würde ich, also, ich habe erstens die Artischocke-Pizza geholt, die große, ich würde der eine, ich glaube, ich würde der eine 8,5 von 10 Punkten geben, schmeckt wirklich sehr gut. Was ich nur gerne hätte, wäre vielleicht, dass der Boden nicht zu dünn ist, der ist ein bisschen zu dünn. Ich glaube, das ist so das einzige Minus-Ding. Ja, der Boden ist ein bisschen zu dünn ansonsten, aber der Artischocke ist frisch und schmeckt sehr lecker. Schaut mal, so ist der Boden. Das ist hier nicht auf mich, sondern auf die Pizza. Schaut mal. Und der Platz ist ganz süß. Service ist ein bisschen... Ich glaube, es ist sehr nett. Was, warum lachst du? Was denn? Schönen guten Morgen, Leute. Wir haben es heute Freitag. Wir fahren jetzt gleich los Richtung Lindos, nennt sich das. Da gibt es so einiges zu sehen. Da nehme ich euch jetzt mit. Genau, ich zeige euch mal gleich mein Outfit. Ja, es ist mal wieder schön warm. Super warm, super heiß. Ja, soll ich sagen, es ist 10 Uhr. Achso, ich habe euch noch nie das Apartment, das Ding von außen gezeigt. Guckt mal da, Eva's Rooms nennt sich das. Dazu werde ich euch dann noch mal ein paar Hinweise geben. Aber nicht jetzt. Wartet mal, ich zeige euch mal mein Outfit. Ich stelle euch kurz hier im Auto auf. Ein bisschen in der Auto. Also das ist mein Outfit. Dieses Kleid, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Vielleicht brauchen wir einen Kameramann, der zeigen kann, wie das Kleid aussieht. Outfit. Das Kleid habe ich von H&M schon vor lange und darunter habe ich halt meinen Bikini, der ist auch von H&M, den habt ihr in meinem letzten Haul gesehen. Falls ihr meinen Haul noch nicht gesehen habt, guckt euch das an, den letzten H&M Haul, weil dieser Bikini ist so wunderschön. Ja. Wir fahren dann jetzt los. Peace and out. To the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Salut Leute, wir sind jetzt auf diesem Strand Lindos, nennt er sich. Davon hört ihr bestimmt ganz viel online, lest ihr auch ganz viel online.
Ich habe mir gerade Wasser gesprüht, dieses komische Wasserzeug, ihr wisst doch, was man sich so sprühen kann. Ich warte jetzt gerade, dass das Auto geholt wird, weil es geht hier so steil nach unten. Ich kann euch das mal gleich zeigen. Schaut mal, wie steil. Das ist noch gar nichts, ne? Hier geht es jetzt nach da hoch. Aber es wird noch steiler. Es wird noch steiler, desto weiter es nach oben geht. Und das hier an der Seite, das ist so Lindus, ne? Das ist ein Strand. Online sieht man so, oh, voll schöner Strand und so. Bis jetzt der Strand, der am meisten überfüllt war, okay? Es ist so hardcore überfüllt. Also ich fand ihn nicht so toll. Da oben, oben haben wir die Innenstadt. Da haben wir uns überlegt, ob wir da auch nochmal gleich reinfahren und so gucken und so. Aber ich weiß nicht. Es ist halt gerade 13:30 oder so. Die Mittagssonne ist ballert so hardcore. Genau, mal gucken, mal gucken. Jedenfalls Lindos. Sorry, not sorry, aber das war bis jetzt der schlimmste Strand von allen. Was heißt schlimm? Der ist halt einfach überfüllt. Der überfüllteste Strand von allen. Wie gesagt, ich warte jetzt hier, dass das Auto kommt. Ja. Ach so, und ich habe mir mein Dingskleid angezogen. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Mein Kleid, Überwurfkleid von H&M, das gelbe. Gelbe habe ich jetzt angezogen und warte jetzt, dass das Auto geholt wird. Mal gucken. Mir ist so heiß. Mir ist heiß und ich verkrepe innerlich. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, Leute. Das ist so hart. Also nochmal, zu dieser Jahreszeit würde ich nicht herkommen. Ich würde herkommen, wenn es warm ist, aber nicht so warm. Und ich bin dunkler geworden. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Dann kann man bestimmt nicht sehen. Egal. Whatever. Ich warte jedenfalls jetzt gerade. Und wir hören und sehen uns, wenn wir ein Restaurant gefunden haben, wo wir dann reingehen und gucken, was es da zu futtern gibt. Also. Show me what you made of. You know what I came for. I see the real you. You should let her out that cage more. I've been playing it cool, but couldn't lie to you. You know what I'm waiting on. Also Leute, wie ihr gesehen habt, wir sind hier im Laden. Ich weiß nicht, wie er sich nennt, aber ihr habt irgendwo den Namen wahrscheinlich schon. Ja, hier. Heißen die Woff? Woff? Okay, so heißt der Laden. Und ihr habt schon vorhin gesehen, ich habe euch ja gezeigt, was ich bekommen habe. Und ich muss sagen, es ist heftig, okay? Schaut mal. Also es schmeckt, aber es ist halt ganz schön viel. Man hat es sehr gut mit uns gemeint. Da ist so viel Nutella drauf und boah, es ist einfach so heftig. Aber schmeckt gut. Jedenfalls. Ganz angenehm hier. Ich schwitze aber schon. Pancake ist. Ich würde dem Pancake eine 8 von 10 geben, weil der ein bisschen zu süß ist, okay? Der ist jetzt ein bisschen zu gut gemeint. Aber ja. To you, oh, oh, oh. Sometimes I get tested, these hoes on the play, but I keep it together. You know that you get what you want when you selfish. I pick you up, you're slashing it back. Salut Leute, also wir sind jetzt hier angekommen beim Bienenmuseum. Es ist echt schön hier, also schön gehalten. Ich zeige euch das mal. Seht ihr diese Wabe, also dieses künstlerische Kunstwerk da? Soll eine Bienenwabe sein, da sind auch Bienchen mit drin. Voll schön. Oh, was ist das? Dann sind das Orangen? Nein. Das sind Mini-Birnen. Ob man die pflücken kann, ob man die essen kann, das wissen wir nicht. Jedenfalls ist es echt schön hier. Das ist das Bienenmuseum von Rhodos. Welcome, welcome. Ja.
kaufen. I'm capable of every dream. I'm worthy of every desire. I'm the only person who can decide who I am, who I become, and where I go from here. Keep it 100 with you. It's women that wanna swap with you. But with everything we've been through, you've been too. You've been one-sided, you've been solid. Know I had to see a lot before I got it. You really witness a nigga climb from the trenches. I know they wouldn't put you at a height. I do admit it, lock eyes when you said so. I feel it how you feel it right now. Been thinking about what it's taking next. Wanna run it by you, send a text, I know it's late. Every time I shoot that shot, know I net it. I ain't stressing, I ain't worried about the pressure. It ain't nothing, I've been vetted. This testosterone in your section, know you ready. Need you to drop that pen, let me slide in my presence. Let me lock it in, I bet you never regret it. I can show you some things you ain't ever seen, so you won't forget it. Hey, no comparison. You anything but regular, it's evident. You my healer, you my medicine. You knew me before I knew me, you really been for me ever since. Never lost sight of what we trying to make it. I've been trying to get ahead of it before I go. Crazy all of the places that this life will take you. Lately I've been wanting to make it last forever though. I need it from you. I want your company. I'd be more comfortable if you say what you want from me. If you say what you want from me. Know you need attention. I can show you what you missing. Never lie to you. I would really ride for you. You know I spend the time on you. I could hold it down for you. Let me spend the time on you. Let me spend the time on you. So Leute, wir sind jetzt raus aus dem Museum und es war echt ganz süß gemacht. So kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man hier ist als Aktivität. Ich habe dann noch ein bisschen was gekauft für meine Freundin und meine Schwester. Ich habe einfach für meine Schwester und ihren Ehemann habe ich das hier geholt. Das ist, wie ihr sehen könnt, da My Honey Story in Rhodos. Voll süß. Da ist ein Uso drauf dabei, dann so ein Sesam, so ein Gebäck, was die hier haben, so Sesam mit Honig. Das ist wohl traditionell. Dann ist einmal Virgin Oil mit drin. Also Olivenöl und ein ganz kleiner Honig, eine ganz kleine Honigpackung. Dann habe ich für meine große Schwester einen Wein gekauft, also besser gesagt ein Rosé, Wine and Honey nennt der sich. Der sieht ganz cool aus und der ist auch Product of Rhodos, also wird wahrscheinlich auch hier gewonnen und hergestellt. Und dann nur noch zweimal für mich und meine Freunde, also einmal für mich. Und einmal für meine Freundin, das ist ein, das nennt sich Melanconi, Traditional Sweet of Rhodos. Das ist auch eine traditionelle Süßigkeit von Rhodos und sie hatte uns schon am Anfang, wie wir reinkamen und gezahlt hatten, für den Eintritt, ach so, der Eintritt sind 4 Euro, hat sie uns was zum Probieren mitgegeben. Hoppala. Und zwar jedem so ein kleines Teil, meins habe ich schon nicht vergessen. Ich probiere das jetzt mal. Alles, was Sesam ist, sieht sowieso. Also, ich denke, es wird mir sehr schmecken. Wait. Wartest du die ganze Zeit, um was zu sagen? Nein, nein. Ich frage mich, ob dieses Push-Up machen willst. Erstmal. Ich lecker. Sesam und Honig. Lecker. Aber das ist es. Kommt gerne vorbei. Und ich glaube, es ist interessant für Kinder. Ja. Also.
Ja, die Preise sind auch wirklich human. Für das, was ich jetzt alles euch gerade gezeigt habe, ich habe 15 Euro gezahlt. Das ist wirklich gut. Also für also was heißt traditionell, aber das ist ja wie gesagt hier hergestellt. Das sind keine Importe. Das ist echt gut. Opa. Also Leute, wir sehen uns dann. Und dann werden wir uns sehen. Tschüssi, was geht's.